Die USA erhöhen nach Informationen von Welt am Sonntag den Druck auf deutsche und europäische Firmen, die am Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligt sind. US-Vertreter hätten per Videokonferenz Gespräche mit Auftragnehmern der Projekte geführt, um sie auf die weitreichenden Konsequenzen einer weiteren Mitarbeit an dem Projekt hinzuweisen, äußerten Beobachter der Gespräche. US-Außenminister Mike Pompeo hatte kürzlich verkündet, die umstrittene Ostsee-Pipeline, die Gas von Russland nach Deutschland transportieren soll, falle fortan unter ein Gesetz, das Strafmaßnahmen unter anderem gegen Unternehmen ermöglicht, die Geschäfte mit Russland oder Staaten wie dem Iran und Nordkorea machen. Die Bundesregierung erklärte daraufhin, sie lehne extraterritoriale Sanktionen ab, da diese völkerrechtswidrig seien. Die deutsche Wirtschaft verurteilte die Drohungen als unfassbaren Tiefpunkt in den transatlantischen Beziehungen. Die USA argumentieren, Europa begebe sich auf Energieabhängigkeit von Russland. Nord Stream 2 ist besonders auch in Osteuropa umstritten. Befürchtet wird vor allem eine Schwächung alternativer Pipelines und traditioneller Transitländer, etwa der Ukraine.